Streaming Quick Tip heute mit einer Serie, die bereits abgesetzt wurde. Zum Glück, denn sie ist so schön, dass jede weitere Staffel unnötig gewesen wäre. Los geht's. Worum geht's? Teenager und Erwachsenwerden. Die Theatergruppe trifft auf den Videoclub, um ein neues Projekt in Angriff zu nehmen. Das alles spielt im Jahr 1996. Ich habe mal Revue passieren lassen, was damals so alles im Kino lief. Filme wie Sleepers, Romeo und Julia, The Rock, Zwielicht, Scream, Die Jury, Independence Day, Mission Impossible, Trainspotting, Fargo, Jerry Maguire und From Dusk Till Dawn, um nur einige zu nennen. Eine Coming-of-Age-Dramedy-Serie. Die Teenager sind ca. 15 Jahre alt, die unter anderem in einem Videoclub sind und von all ihren Geschichten erzählt, die man schon so kennt. Klischees werden umgangen. Es gibt keine Überraschung, es gibt keine Geister, keine Monster, Leichen, Mystery. Das einzige Mysterium hier ist das Leid und die Schönheit des Erwachsenwerdens. Ein crazy Paar, das im Theaterclub ist. Oasis, die coolste Date-Anfrage ever. Jim Carrey wird hier als unterschätzter Schauspieler erkannt und das schon 1996. Eine Vater-Sohn-Beziehung über VHS. Der ausgelutschte Song Rocketman, hier so ehrlich und schön interpretiert. Ehrlich und unschuldig ist diese Serie. Realistische Charaktere, sehr gut gespielt, warm. Eine Serie zum Entschleunigen. Any minute now takes a second. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Oh, and there. God, I love the net. So lustig wie jetzt hier am Ende ist die Serie komplett nicht. Die hat schon eher so einen melancholischen Touch, ist aber eine lebensbejahende Serie. Also ist jetzt nicht, wer weiß, wie dramatisch, dass man sich dann irgendwo von der Brücke stürzen muss. Und die ist einfach schön warm, wie ich es bereits gesagt habe, der Mats. Die wurde schon nach einer Staffel abgesetzt, letztes Jahr, da kam sie raus, da hatte ich sie auch sofort gesehen. Da wurde sie mir auf Netflix angezeigt, empfohlen. Da hat der Algorithmus mal funktioniert. Sie ist wie eine nostalgische Perle, wie eine Erinnerung. Und dieser 90er-Flair, da wird auch nie mit dem Holzhammer draufgehauen, hier da 1000 Poster, immer wieder Filme genannt und Spielkonsolen und sowas. Das geht alles ganz leicht, schön intrigiert und nur ein bisschen. Ich glaube, das war auch das Problem damals, dass sie abgesetzt wurde, dass sie irgendwie mit Stranger Things verglichen wurde oder das erwartet wurde und einfach zu wenig passiert. Aber wie gesagt, es ist eine Serie zum Entschleunigen. Sie hat mir einfach richtig gut gefallen und man könnte die jetzt hier eine Staffel, 10 Folgen, durchschnittlich 25 Minuten, einen halben Tag durchbingen, was ich jetzt nicht unbedingt empfehle. Das ist ja genau das Gegenteil von Entschleunigen. Ansonsten schaut es euch an, erzählt mir, wie ihr die fandet. Und wie gesagt, eine Staffel zum Glück, denn die ist so schön. Ne? Der Rest hätte die Serie auserzählt, kaputt gemacht, die Charaktere. Die Nebencharaktere sind so ein bisschen flach, aber irgendwie passt alles. Es muss nicht mehr weiß, was gemacht werden in Kunst. Die ist nicht perfekt und ist nicht das nicht Perfekte, das Schöne am Leben und der Mensch.